Nanu, es weihnachtet in der IHK? Tatsächlich. Anlass hierfür ist die gut besuchte Ausstellungseröffnung Art Quilts – Winterliche Impressionen von Karin Flacke. Diese Ausstellungseröffnung war ja eingebettet in eine Jahresabschlusssitzung unserer Fachregionalausschüsse und Arbeitskreise. Über 291 Unternehmer arbeiten in unseren Gremien mit und engagieren sich für die IHK Magdeburg. Und diese ehrenamtliche Arbeit wäre so aus der IHK-Arbeit nicht mehr wegzudenken. Insofern, denke ich, war das ein sehr guter Jahresabschluss, nämlich die Arbeit mit unseren Fachausschüssen und Regionalausschüssen und Arbeitskreisen kombiniert mit Kunst und Kultur. Besser kann das Jahr nicht enden. Und wenn wir schon beim Thema Kunst und Kultur sind, das Programm der Musikschüler des Konservatoriums Magdeburg darf hier natürlich nicht fehlen. Egal ob Fuchs, du hast die Gans gestohlen oder ganz klassische Stücke, der Saal ist begeistert vom Können der jungen Musiker. Nun geht es aber zu den Exponaten der Ausstellung. Viele winterliche Motive laden hier zum Schwärmen ein. Eines sticht aber ganz besonders hervor. Es gibt zwei Quilts in der Ausstellung, die Wintermotive aufgenommen haben. Und das ist also Quiltkunst vom Feinsten, wenn man sieht, wie die Weihnachtsbäume, die schneebedeckten Bäume sozusagen herausmodelliert sind aus Stoff. Also das fasziniert mich. Insofern, Karin Flacke ist eine Expertin, ich habe es gerade eben gesagt, die auch weltweit aktiv ist. Also das ist schon große Kunst in der IHK Magdeburg. Wirklich schön. Aber wie entsteht so ein Art Quilt überhaupt? Das ergibt sich irgendwie von alleine, denn so ein Art Quilt hat ein eigenes Leben. Manchmal will er nicht so, wie ich will. Und dann müssen wir uns eben irgendwie einigen. Und es geht dann eben meistens um so winzige Stoffstückchen und Farben. Wir sehen also, dass Kunst nicht immer ganz einfach, sondern oft sogar sehr mühsam ist. Das Jahr 2022 geht nun auch für die Kammermitglieder seinem Ende entgegen.